Okay. Noch zu kommen muss ich hier. Muss hier weit genug schwingen. Das wird doch so nix. Können wir uns unten durchbullen? Fliehen auf der Brunnen. Oha. Da hören uns. Passage. Nein! Puh. Bin fast auf die Spitzen gefallen. Ich dachte gerade, das Ending wollte ich nicht triggern. Oh, ein Hinweis. Hier durch. Na komm, wir schaffen es noch zur Prinzessin. Das ging heute noch hin. Schein Hauptquartier. Ne, da traue ich mich nicht raus. Hier erstmal den Weg bei den Armbossen. Ich denke, das war schon der richtige Weg. Ambosshof. So ruhig hier, so verdächtig. Dunkler Aufzug. Der Boss ist bestimmt dort auf der anderen Seite. Amboss. Nein, das ist die falsche. Geht's hier hoch? Dunkle Dachterrasse. Ich auch nicht hoch, zu schwer beladen. Turmbrücke. Nein! Dunkle Mauer. Besuche den Ladenbesitzer, um unsere Kanonenkugelbestellung abzuholen. Richte diese Kanone auf das Königreich, um zu schießen. Sobald zurück bin, der dunkle Lord. Das dunkle Lords Befehle. Okay. Okay, zur Prinzessin kommen wir scheinbar nicht. Dunkle Halle. Zum dunklen Lord gleich. Der Aufzug ist nicht da. Das ist schlecht. Und das nächste wirst du wahrscheinlich bald tot sein. Nein. Tja. Welche Geheimnisse würden unter diesem mysteriösen Aufzug liegen? Nun, zumindest eine Lektion. Es ist keine gute Idee, sich in den Schacht fallen zu lassen. Minus erstes Stockwerk. Ende 34 von 100. Tja. Hinweise haben wir schon einige. Drei Tage später. Oha, was haben wir denn da? Wer braucht schon Knochen? Mit einer positiven Einstellung gelangt es Zwergi, seinen ekelhaften Körper zu beleben, der nun auf Fleisch und Muskeln reduziert war. Ekelhafte Kreatur. Okay, da müssen wir noch ein bisschen. Vielleicht schafft es ekelhafte Kreatur jetzt,
Okay, das Schwert brauchen wir theoretisch nicht. Hier unten hat man glaube ich noch was nicht erkundet. Knochengrube. Okay, komm, es war diesmal nicht runter. Okay. Drachengrube. Ach so, warte kurz. Ich hole mir das Drachenending. Ein bisschen den Drachen. Gollum besiegt den Drachen. Oder auch nicht. Vor den Drachen zu treten war nicht die klügste Entscheidung. Entscheidung in ekelhafte Kreaturskarriere. Aber es würde wahrscheinlich die letzte sein, der jemals antreten würde. Sein Kochpunkt war das Drachenverfriets. Drakarisch. Ende 14 von 100. Ach toll. Da war der Hinweise. Ach, die sind wieder verbrannt. Die Narben auf der Haut von Zweig ließen unseren Helden noch abenteuerlicher aussehen als zuvor. KF-Zwerge. Kentucky Fried Zwerge. Copyright Trademark. Nur ein Hinweis. Vielleicht kommen wir von hinten wirklich ran. Da stechen der Drachen von hinten. Oh, ein roter Kristall. Okay, da müssen wir uns graben. Oder 99 Vater, okay. Ich komme mal nicht weiter. Oder doch? Ja gut. Es scheint, dass KF-Zwerg hier die Bedeutung der Symbole an dieser Tür erkannt hatte. Man beschloss, sie trotzdem zu ignorieren. Was er nicht ignorieren konnte, war das enorme Gewicht, als es auf ihn fiel. Bleib entschlossen. Ende 67. Aha. Jetzt bin ich wieder ekelhafte Kreatur. Du brauchst mehr als 500 Tonnen Gewicht, um einen Helden wie KF-Zwerge zu besiegen. Okay, das müssen wir jetzt, bevor wir noch richtige Probleme kriegen. Vielleicht kommen wir hier aber wieder hoch. Keine Ahnung, wie wir von hinten da an den Drachen rankommen. Stratosphäre. Oh, sei gegrüßt, Konst.
Praktikin. Willkommen in England im Community. Danke für deinen Follow. Okay, wir brauchen das Schwert, um da durchzukommen, und da die Bombe, um da durchzukommen. Was bringt's? Als ob. Ich wurde besiegt. Übrigens, wenn du mal mitmachen willst, gerade sind wir gestorben. Okay, so kommen wir hier nicht weiter. Oh, so können wir vielleicht den Drachen von hinten besiegen. Drachenhort, Belüftungssystem. Wenn jeder Drache eine gute Sauerstoffversorgung benötigt, um seine Flammen in Bestform zu halten, bitte nicht mit hinterhältigen Helden behindern. Aha, können wir vielleicht doch den Drachen mal besiegen. Endlich ein Streamer, der das Game spielt. Ich liebe es, du. Von 1 bis 10, ich 9. Was? Okay. Eine Mario-Röhre. Ah, schon wieder ein Ending. Jetzt müssen wir wieder hinkommen. Ekelhafte Kreatur betrat die Röhre, nur um am anderen Ende eine Klärgruppe zu finden, in der er sich im Giftwühl des Königreichs auflöste. Ernsthaft, warum sollte jemand bereitwillig in ein großes Abwasserrohr gehen? Es war eine Mario-Röhre. 24 von 100 haben wir hier. Jetzt ist das. 3 Tage später. 50% der Helden sind so weit gekommen. Ich bin grob 50%. Bin besser als 50%. Ekelhafte Kreatur kroch aus dem Abwasserkanal durch seine eigene Haustoilette. Er musste in den nächsten Monaten als Klempner arbeiten, um die Rohre zu reparieren, die er während seiner Expedition zerstört hatte. Oh, Klempner. Super Mario, der Bruder. Der braune Bruder von Mario. Mit Klempnermütze. Na, willst du noch mitmachen? Ist das denn Chance? Ausrufezeichen Join. Konstikin. Willst du noch ein bisschen mitschreiben? Dialoge schreiben für das Abenteuer. Ausrufezeichen Join in den Chat. Konstikin. Ausrufezeichen Join. Dann kannst du Dialoge schreiben. Wenn ich dann den Drachen besiege, kannst du in den Chat schreiben. Böser Drache. Ah, da bist du. Kannst du für mich schreiben. Okay, kann ich dich jetzt. Konstantin ist der neue Held des Königreichs. Ah, siehst du, da bist du, jetzt bist du im Spiel. Alles, was du im Chat schreibst, kommt im Spiel vor. Jetzt kannst du für mich die Dialoge schreiben. Kannst du meine Dialoge schreiben, kannst du Anna schreiben, kannst du. Ich greif dich an, Prinzessin oder sowas. Kannst dir was Tolles ausdenken. Kannst das Spiel comichaft unterlegen. Was? Ja, okay, bitte keine Beleidigung hier im Chat, das ist, ich sehe es natürlich. Ist natürlich, voll Idiot ist natürlich auf der Liste, das ist natürlich, habe ich natürlich auf der Blocklist. Halte ich mit Beleidigung ein bisschen zurück. Nein. Die König haben wir schon getötet. Kein Backseat Gaming. Das haben wir schon gemacht. Nein!
Das brauchen wir. Wir dürfen jetzt die Bombe nicht mitnehmen, sonst kommen wir nicht mehr. Sonst können wir nicht mehr springen. Okay, und die Bombe kommen wir da nicht lang. Kommen wir da noch hoch. Das funktioniert der Stream Mode. Ja, wenn ich jetzt die Bombe nehme, dann kommen wir nicht mehr zur Prinzessin hoch, weil ich dann zu schwer bin. Und nicht einfach zu schwer. Nein. Können die Bombe wieder weglegen? Ist das eigentlich möglich? Ich. Kein Backseat Gaming. Ich weiß, was passiert. Ich habe das Let's Play von Sommer versucht. Deswegen, weil du es gerade gespoilert hast, mache ich es bewusst nicht. Ich hatte es genauso wie Sommer in seinem Let's Play. Das werde ich als letztes machen. Das werde ich als allerletztes machen. Alles, was du spoilerst, werde ich nicht, werde ich als letztes machen. Irgendwann. In einem anderen Stream. Ich weiß da schon die ganze Zeit. Ich kenne hier schon ein paar Sachen. So ist es nicht. Aber bitte nicht. Auch den Zuschauern das nicht verderben, bitte.